Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch gewünscht, ich hatte euch gefragt, ob ihr ein Update haben wollt von meinem Bastelzimmer. Ich habe ja neue Kommoden bekommen, diese hier zwei Stück, habe alles umgeräumt, nochmal neu sortiert und ihr wolltet es sehen, also bekommt ihr das. Kleine Vorwarnung, dieses Knarzen zwischendurch, das ist der Fußboden. Wir haben hier so ganz alten Parkett. Und der redet eben ganz gerne mal mit uns. Also nicht wundern. Wir starten hier oben. Da habe ich diese Kisten, die hatte ich euch schon beim letzten Mal gezeigt. Ich habe ja meine Bänder und Knöpfe und Perlen nach Farben sortiert. Ist eine super Sache, wie ich finde, weil man einfach ganz schnell das Richtige findet. Dieser Organizer hier ist noch leer. Daneben seht ihr Stempelkissen. Da sind jetzt zum Beispiel die von Stamping Up drin, Stayson, VersaClear. Ganz viele verschiedene, die ich mir dann raushole, wenn ich sie brauche. Und die erste Schublade, mein Heiligtum, meine ganzen Stempel. Hier vorne sind so große Stempel, die ich nicht aufrecht aufstellen konnte. Dann sind hier so einzelne, also wo ich nur eins oder so habe von Herstellern. Dann hier Action, dann zwei Stamping Up sind noch geblieben. Und hier drüben geht es weiter. Und zwar habe ich hier jetzt eben wirklich so ein bisschen nach Hersteller sortiert. Hier vorne zum Beispiel Craft Emotion, dann kommt Stamping Bella, Polka Doodles, Kulrike, Faltkarten und ganz hinten ist JM Kreation. Das gleiche ist hier auch nochmal Kartenkunst, Stamp Corner, Create a Smile, da habe ich eine ganze Menge von. Whimsy Stamps, Mama Elephant und CC Design. CC Design, ich liebe sie ja. Ich könnte mir ja ständig neue Sets dazu kaufen. Total cool. Und Mama Elephant finde ich auch ganz toll. Gerade diese Agendas. Die hier ist jetzt neu. Die mit den Affen. Die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Die ist ganz neu. Habe ich auch noch nicht mit gebastelt. Kommt jetzt aber bald. Nächste Schublade geht weiter mit Thema Stanzen und Holzstempel. Ich habe hier so eine Mappe mit Stanzen. Da sind noch ganz viele Stanzen drin, die ich einfach super selten nutze. Ich sie aber noch nicht weggeben mag. Man weiß ja nicht, vielleicht kommt es ja nochmal. Dann das Zubehör für meine Big Short und die Gemini, die ich ja auch eigentlich gar nicht nutze. Sehr, sehr schade. Dann ein paar Handstanzer, da habe ich nicht viel. Zwei Embossing-Folder, mehr habe ich auch nicht. Und hier noch meine Sortierung von den Stanzen. Ich werde das wohl nach und nach nochmal wieder so machen, weil jetzt mit diesen Schubladen ist das richtig, richtig cool. Und hier drüben dann Holzstempel, also auch wieder alles von. Wie heißen die denn noch? Mir fällt es gerade nicht ein. Keine Ahnung. Also von Action, dann eben die. Die machen ganz viel Vintage. Mir fällt es nicht ein. La Blanche, genau. Von La Blanche sind die hier. Und alles Mögliche. Dann habe ich hier noch von Paper Potree oder wie die heißen, habe ich auch noch ein. Dann diese beiden Klebebänder für die Stanzen. Einmal das doppelseitige Klebeband. Und wenn ich zum Beispiel so Etiketten stanzen möchte, habe ich da auch stehen. Eine Schublade weiter unten. Stifte und Farben. Jede Menge Stifte und Farben. Wenn das ein bisschen laut im Hintergrund ist, es kommt, ich habe die Fenster auf. Es ist so, so warm bei uns. Es tut mir leid. Genau, da habe ich hier unten zum Beispiel Aquarellstifte. Dann kommen da Tombos, diese ABT Pro Stifte. Hier hinten sind Aquarellkästen drinne. Dann hier diese Pastellkreiden, Acrylstifte, natürlich Stabilos, dann diese 3D Acrylic-Liner habe ich auch noch nicht ausprobiert. Buntstifte in ganz vielen verschiedenen Sorten. Action, denn die von Staedtler. Da unten sind die Brushmarker von Karin, diese, die Metallic. Die anderen stehen nämlich bei mir auf dem Schrank. Genau, hier drüben dann auch noch verschiedene Buntstifte. Dann hier die von Molotow, die Aquacolor-Brushstifte, die ich von der Messe bekommen habe von Timo. Genau, und die letzte Schublade ist dann nochmal alles so von mir gebasteltes. Ich habe das jetzt echt mal alles an einem Ort, was ganz cool ist, weil jetzt weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie Geburtstag habe oder einer meiner Kinder soll zum Geburtstag, Schublade auf und geht mal gucken, vielleicht ist da was bei für euch. Das hier ist eine Einladungskarte, die habe ich für meine Eltern gebastelt. Die wollten gerne von mir gebastelte Einladung zur Silberhochzeit haben, die ja leider nicht stattfinden konnte, aber. Es hat zumindest jeder eine Karte bekommen als Erinnerung. Genau, dann haben wir hier noch so andere Verpackungen, die ich mit euch schon gebastelt habe. Das hier sind diese süßen Wichtel von Stamp Corner. Das habe ich mit dem Cricut gemacht, über den Cricut Maker. Und ja, also alles Mögliche. Ganz viel davon müsstet ihr eigentlich auch wiedererkennen. Das sind hauptsächlich so Sachen, die ich mit euch auch als Anleitung schon gebastelt habe.
Dann geht es hier oben weiter. Wir arbeiten uns jetzt wieder hier wieder runter. Und zwar habe ich hier oben noch eine Box. Da sind noch Stempelabdrücke, die noch koloriert werden müssen, ausgeschnitten werden müssen. Oder hier so Sprüche, die habe ich eben auch mit dem Cricut geschrieben. Total cool. Also wenn man nicht eine große Auswahl an Stempeln hat, kann man damit echt super sich helfen. Bringt total Spaß. Da hat sich jetzt auch nichts groß getan. Hier sind immer noch Klebemittel drin. Hier weiterhin meine schwarzen Stempelkissen. Da ist so Klöngedöns drin, also Zangen, da unten der Klebemittelradierer, Ersatzmesser fürs Schneidebrett. Genau, also das ist die Sortierung, die war auch damals schon. Hier noch mehr Scheren, Acrylblöcke und hier diese Brush-Dinger. Genau, da möchte ich nochmal ein Video mit euch zu machen, weil ich habe damit so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt und um euch das ein bisschen abzunehmen, zeige ich euch mal, wie man es nicht macht. Das kommt aber jetzt auch bald. Genau, das hier ist weiterhin die Büroschublade. Die war auch beim letzten Mal schon so. Dann haben wir hier, ach so, hier ist jetzt neu meine ganzen Reliefkasten-Zubehör. Ich habe mir ja mal diese Silikonmatten gekauft. Und da kann man so richtig coole Reliefmasken mitmachen. Das habe ich euch gezeigt bei dem Craft-Update zu dem Junk Journal für meine Mutter zum Muttertag, wie das Ganze aussehen könnte. Und ein weiterer. Eure ganzen gebastelten Schätze, ganzen Karten, dann sind hier hinten sind auch Alben, die mir geschickt wurden. Dann diese hatte ich mal so ein kleines Wohlfühlpaket, das war so, so süß gemacht. Da war zum Beispiel auch diese kleine Verpackung drin. Genau, das ist alles natürlich immer noch da und das kommt auch nicht weg. Dann geht es hier weiter, wieder mit Farben. Hier ist auch wieder alles bei, von diesen selbstgemachten Alkoholsprays, die wir zusammen gemacht haben. Dann natürlich Gesso. Dann habe ich hier hinten diese Sparkelfarben von Spectrum Noir. Mega toll, aber die färben die Finger so widerlich ein. Das dauert ewig, bis man wieder normale Finger hat, weil die einfach so lange bunt sind. Hier noch so Tinten. Dann ist das hier so eine UV-Lichtfarbe. Die leuchtet im Dunkeln. Die ist auch ganz witzig. Die habe ich vor Jahren mal zum Testen bekommen. Also die ist schon ganz cool. Und hier unten nochmal so Sachen zum Rummatschen. Da haben wir hier hinten eben diese Schwämme, die Gummibänder, mit denen habe ich jetzt zusammen mit euch schon gearbeitet. Da haben wir ja Hintergründe gestaltet. Bobbelfolie natürlich auch für Hintergrundgestaltung. Dann habe ich hier Mod Podge für meine Alben, wenn ich zum Beispiel ein Junk Journal mache, Holzleim und noch so anderen Klebekram. Genau, dann mache ich einmal so ein kurzes Schwenk hier rüber. Das ist nämlich nicht ganz so spannend. Da sind ganz viele Alben von mir. Da sind ganz viele alte Bücher. Die sind so um 1800 Weißkohl, also schon älter. Habe ich extra mal gekauft für meine Junk Journals. Da sind Servietten. Hier unten nochmal alte Bücher. Dann die Stifte von meiner Jüngsten. Und da hinten sind so aussortierte Sachen, die ich noch verkaufen möchte. Genau, dann machen wir jetzt hier oben wieder weiter. Und zwar ist hier zum Beispiel eins von meinen Junk Journals. Das habe ich für mich mal gemacht. Pinsel. Dann die Sidekick, die liebe ich ja. Und dann habe ich mir bei IKEA diese Boxen geholt. Und die sind so cool. Davon wollte ich mir auch nochmal welche nachholen. Man sieht eben sofort, was drin ist. Und es ist trotzdem aufgeräumt. Dann haben wir hier zum Beispiel kolorierte Stempel, Abdrücke, die ich noch nicht wegsortiert habe. Brads, Eyelets, Klammern zum Trocknen. Noch mehr Klammern zum Trocknen und Buchbinderinge. Mein Kalender. Dann natürlich wie schon immer meine Spectrum Noirs und die Nuvus, die hier stehen. Dann habe ich hier so ein Körbchen, das nehme ich immer mit rüber, weil ich habe ja zwei Schreibtische, wenn ich aufnehmen möchte. Da ist so das Wichtigste drin. Falzbeine, Feuerzeuge für Schleifenbänder, dann natürlich meine ganzen Klebemittel in dieser Klebemittelaufbewahrung. Meine Schere, da werde ich ganz oft gefragt, mit dieser Schere schneide ich meine Stempelabdrücke aus. Das geht wirklich, wirklich gut damit. Verschiedene Klebemittel, nochmal hier extra. Dann Wasser. Stempelreiniger und das Glossy Essence, ist total cool. Eckgestanzer, einen kleinen Acrylblock und diesen kleinen Locher. Dann habe ich hier ein Buch, da habe ich so angestrichen, welche Farben oder so ich schon habe von Nuvus, von den Spectrum Noirs, von den Distress Oxide für eventuelle Messen, die irgendwann mal wieder stattfinden, dass ich da dieses Buch nur mitnehmen brauche. Genau, mein Falzbrett liegt hier. Dann haben wir hier nochmal drei Becher von IKEA. Da sind jetzt in diesen beiden so Sammelsurium von verschiedenen Stiften oder Hilfsmittel sind hier auch noch mit drin. Meine Magnete, meine absoluten Lieblingsmagnete, das sind die von Ideen mit Herz. Dann der Handyhalter, den meine Tochter mir gebastelt hat und ein VersaClear Stempelkissen.
Hier oben dann wieder die Restpapiere, das hatte ich euch auch im letzten Mal schon gezeigt. Ich sortiere die ja nach Farben. Finde ich mega, weil man einfach super schnell was sich rausgreifen kann, wenn man zum Beispiel so einen Milchkarton bastelt und nochmal so einen kleinen blauen Rahmen haben möchte, braucht man sich nur die blaue hier rausnehmen, hier zum Beispiel blau hell oder blau dunkel und kann dann damit weiterarbeiten, ist total genial. Dann hier der Farbverfächer von Faltkarten, Distress Oxide, Distress Oxide und hier drinnen sind die Spektrum Noir Harmoniekissen. Die sind auch richtig cool. Ja, Doodle Pops habe ich hier immer noch stehen. Dann hier meine Nuvo Shimmer Powder, die auch wirklich cool sind. Das bringt so, so Spaß. Dann eine Kiste mit Sachen, die ich gebastelt habe, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es jetzt nochmal weitermache, fertig mache, ob es eine Anleitung geben wird. Da bin ich mir immer nicht ganz so sicher. Hier ist so ein Klingelkram wieder. Einmal mit Stempel abdrücken. Die habe ich ja so in kleine Hüllen sortiert, so nach Themen. Dann ist hier noch EZ-Mount und dieses Masking Sheet sind hier auch drin. Hier eine Karte, die ich gestern gepostet habe. Die ist auch mit Glossy Ätzend gemacht. So kann man das ganz gut sehen. Die Wassertropfen da auf der Leinwand. Total süß. Hier liegt noch eine unfertige. Die will noch fertig gemacht werden. Das war einer meiner Versuche mit Distress Oxide. Gibt es aber noch ein Video zu. Und hier oben dann noch einmal ein paar Handstanzer. Da habe ich eben die Tags, dann Bordüren, Kreise, Blumen. Mein Namensschild, was meine Tochter aus Durcheinander gebracht hat. Da stand mal Steffi. Dann hier noch zwei Hintergründe, die ich noch nicht verwurstelt habe. Lochzange und Nietzange und dann diese Sparkle-Stifte von Spectrum Noir. Und natürlich die Blending Brush Pinsel, die sind auch super. Hier natürlich mein PC, der ist jetzt nicht so spannend, aber den brauche ich zum Videoschneiden. Mein Cricut, der steht hier auch immer griffbereit. Und dann geht es hier oben weiter. Die hat sich auch nicht verändert. Die ist genauso, wie sie beim letzten Video schon war. Da ist noch so Bastelzubehör und Bastelhilfsmittel drin. In der nächsten geht es weiter. Da sind jetzt so Stempelsachen und Standsachen drin. Meine Stempelhilfe, da hinten die Fingerschwämmchen, noch eine Stempelhilfe, noch eine Stempelhilfe und das ist keine Stempelhilfe, das ist ein Stempelreinigungspad. Dann hier die magnetische Matte von Real Memory Keepers, wo man super drauf kolorieren kann und das Zubehör für die Gemini. Und wenn ihr so kleine Abstoßungen an diesem tollen Alex seht hier, der hat echt schon ein bisschen gelitten, leider. Und im nächsten Schubfach geht es dann weiter mit Stanzen, nein, Schneiden. Da habe ich dann mein Schneidebrett, Kreisschneider, dahinter und das noch ein Punchboard, kleiner Hebelschneider und ein mittlerer Hebelschneider. Einen großen habe ich bis heute noch nicht. Mal gucken, ob irgendwann mal einer einzieht. Und hier unten dann nochmal Sticker. Dann jede Menge Sticker, mit denen arbeite ich ja nun wirklich selten. Vorne mit Glitzersteinchen arbeite ich schon mehr, obwohl ich jetzt immer mehr zu Nuvos wechsle. Aber die sollen natürlich auch noch aufgebraucht werden. Und ganz unten alles an Plotter-Zubehör. Da habe ich das Schneidebrett vom Cricut. Dann habe ich hier verschiedene Holzarten. Er kann ja auch Holz schneiden. Hier hinten sind noch so Metallplatten, die ich gravieren kann mit meinem Plotter. Und hier vorne noch so Zubehör, Ersatzmesser, dann andere Messer. Dann noch eine LED-Lampe, die ich noch fertig machen wollte, die ich plotten kann. Und so Schlüsselanhänger-Zubehör. Für Schlüsselanhänger. Genau, und jetzt gehen wir wieder hoch. Einmal kurz hier oben jetzt. Da habe ich einmal zwei Sammelaufbewahrungen, die kennt ihr auch schon. Einmal nach Farben und hinten nach Muster. Dann die Big Shot, das ist die A5. Langt mir vollkommen. Mein Drucker darf natürlich nicht fehlen. Und meine Stanzen, nochmal ein ganzer Teil, die ich eben am meisten nutze, habe ich alle sehr offensichtlich, damit ich sie nicht lange suchen muss. Und dann geht es hier in dieser Kommode weiter. Das ist die zweite. In der ersten ist alles zum Thema Karten, Kartenrohlinge, Umschläge und auch fertige Karten. Hier hinten sind noch Karten, die noch wegsortiert werden müssen. Diese Kartenaufbewahrung habe ich euch gezeigt und ihr seht, sie passt auch immer noch super gut hier rein von der Höhe. Und es ist einfach so, so schön sortiert. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Sortiert eure Karten nach Themen. Ist so, so cool. Dann kommen wir zur ersten Deko-Schublade. Hier ist jetzt so Holz und Blumen. Metall ist hier noch, denn das vom Alice im Wunderland von Stamperia. Habe ich auch noch nicht mit weitergearbeitet. Hier auch mein Nagelgedöns und Negern.
Dann geht es weiter in der nächsten. Das ist nochmal Deko. Diesmal aber so Glitzer, Pailletten haben wir hier. Dann Folien, die ganzen 3D-Pearl-Stifte. Embossing, was ich ja wirklich super, super selten mache, beziehungsweise fast gar nicht eigentlich. Noch mehr Glitzer und Glitzer 3D-Stifte. Also ihr seht, es ist alles ein bisschen nach Themen sortiert und ganz unten Klebegedöns. Da fehlt aber noch eine ganze Menge, da muss ich noch eine Abstellkammer den Rest dazu holen. Da habe ich auch alles von Teppichklebeband, Packklebeband, doppelseitiges Klebeband. Das hier ist total für den Hintern, also das ist echt nicht gut. Ich nutze das gar nicht mehr. Meine Tochter bastelt da immer noch ganz gerne mit, aber ich selber kaufe es mir nicht mehr. Dann haben wir noch verschiedene Flüssigkleber, noch mehr Klebebänder. Das ist der Tacky Glue aus dem Action. Der ist wirklich gut. Den nutze ich super gerne. Und hier hinten noch so Fake-Leder und Samtrollen für zum Beispiel Albeneinbindung. Und jetzt geht es auf der anderen Seite nochmal weiter. Das ist auch nicht mehr so viel. Ich habe ja zwei Schreibtische, wie schon gesagt. Einen sehr großen hier noch für zum Beispiel Aufnehmen. Und zwar ist hier jetzt so Papier. Da unten sind die großen 30x30 Blöcke wieder drin. Da wieder nach Themen. Das ist so Papierkram, den ich für die Steuer brauche, es noch wegsortieren muss. Hier unten wieder Blöcke. Dann ist hier ganz viel Junk Journal. Da habe ich mir ganz viele Pakete oder viele, zwei, drei Pakete mal gekauft mit so ganz altem Papier. Total schön. Alleine schon zum Angucken schon cool. Dann sind hier Flohmagazine, die man eben auch für Junk Journal super nutzen kann. Und hier unten ist auch nochmal Papier. Dann links ums Eck geht es weiter. Hier sind so zwei Kisten. Da ist so Weihnachtsgedöns drin. Den braucht man ja nur einmal im Jahr. Die Gemini. Und hier unten in den Ordnern, also in dem hier sind Schablonen und das andere ist alles Gewerbe. Das muss ja alles seine Ordnung haben. Dann hängt hier mein Embossing-Föhn, einfarbiges Papier. Hier oben geht es auch weiter. Da haben wir so besondere Papiere, Markerpapier, Aquarellpapier, dann dieses Alkoholpapier, das ist so ganz glatt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Hier drüben sind Blöcke, die ein bisschen teurer waren. Das habe ich ja damals immer schon getrennt gehabt. Und hier ums Eck stehen die Nuvo Drops von mir. Das sind noch nicht ganz so viele. Hier oben wieder so Spezialpapiere oder Spezialmaterialien, Moosgummi. Dann habe ich hier so Samtsheets, Filzplatten, Vellumpapier. Also all sowas, was man nicht so oft braucht, aber wenn man es braucht, gerne griffbereit hätte. Und nochmal einfarbiges Papier, Kopierpapier in verschiedenen Stärken für mein selbst entworfenes Designpapier. Das habe ich auf verschiedenen Papierstärken ausgedruckt, um zu gucken, wie sie die Farben sich eben verändert. Und ja, es verändern sich die Farben wirklich sehr. Und zu guter Letzt hier oben die Karin-Marker. Dann sind hier die Stifte vom Cricut drinne und hinten in den beiden Körben Briefumschläge. So, und das war's jetzt. Ihr habt gesehen, es hat sich doch einiges verändert. Ich bin total zufrieden und ich muss sagen, das mit diesen Kommoden war eine so, so tolle Idee, weil es einfach super aufgeräumt aussieht. Man hat das eben nicht mehr direkt im Blickfeld alles und man durch die Tiefe und die Höhe natürlich super sortieren kann. Ihr seht es hier an meinen Stempeln. Und ich kann euch noch mal fragen, wenn ihr wollt, kann ich euch die ganzen Stempelsets mal zeigen? Jetzt hier so in der Roomtour wird das jeglichen Rahmen sprengen, weil es einfach so, so viele sind. Zum Leidwesen meines Mannes, aber ich freue mich sehr. Das sind ganz viele tolle Schätze und eben auch schon fast eine Sammelleidenschaft, wenn man so zum Beispiel CC Design, Create a Smile und Stamping Bella sieht. Das sind so meine Top-Favoriten, was Stempel angeht. Genau, aber ich sage auch jetzt noch Danke fürs Zuschauen. Bin sehr gespannt, was ihr schreibt. Ihr könnt vielleicht meine andere Roomtour, dann könnt ihr ja so ein bisschen vergleichen und mir natürlich auch noch mal ein paar Tipps und Tricks geben, wenn ihr sagt, so, oh, das würde ich noch mal verändern oder irgendwie andere Anmerkungen, immer gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und sage bis dahin, tschüss, ihr Lieben.